So, willkommen zurück. Ich habe mich jetzt wieder etwas dahin gespielt. Das ist noch ein interessantes Buch. Ich muss demnächst mal wieder Bücher vorlesen. Dann kann ich sie idealerweise auch noch zeigen, bevor. Phase ausgestrahlt wird. Ah ja, da ich nochmal hierher spielen musste, habe ich festgestellt, der andere war gar nicht unsichtbar, wie ich zuerst dachte. Der hat sich nur perfekt hinter der Säule versteckt, so ungefähr so. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Tabak. Angenehm. Ein Stahlpfeil. Lustige Sachen. Aber ich sehe schon, ich muss eh noch mal rein, wegen den ganzen schweren Sachen. Das Schild ist zum Beispiel, Silberlangschwert ist zum Beispiel auch ziemlich viel, ja. Ach ja. Und bei diesem Mal hinspielen musste ich etwas kämpfen. Dass ich von denen die Kleidung nicht nehmen kann. So, da drüben war ich noch nicht. Das heißt, auch hier wird wieder langsam geschlichen. Steht doch gerade noch mal mindestens ein Mensch. Oder nur ein Alkoven. Das war ein Pfeil ins Knie. Da geht's ja noch mal weiter. Topas der Konstitution, Seelensteine, Genesungstränke, Bücher und zu schwer belastet.
Aufstieg. Tagebuch, Level aufsteigen. Damit haben wir jetzt auch wieder mal ein paar Lernpunkte. Und du kannst die Geschicklichkeit immer noch steigern. Intelligenz wie üblich. Dann nehmen wir den Buff noch mit. Ihr habt euch zu stark angetrieben. Ah, jetzt können wir. Kann ich es gerade nicht mehr lesen, schade. Schild. Zombie weg, kann ich nachher verkaufen. Das ist nur eine Statue. Ah ne, Moment. So weit, schade. Das allerdings ist keine Statue. Wir haben es noch mal. Ha, Bingo. Und vom Aufbau her vermute ich fast. Noch andere Arkansteine sind. Da ist noch einer. Da geht's ja auch noch mal weiter. Steine. Jetzt ihr wart unvorsichtig, habt nicht alle eingerichtet. Das ist ein leichtes Tor.
Der hat praktisch gar nichts dabei. Das ist interessant. Täuschung. Meta-Mana. Was muss man sich denn unter Meta-Mana vorstellen? Oh, ich habe die normalen Pfeile benutzt. Hm. Mich verlesen. Also die kann man auf keinen Fall einsammeln. Okay. Blöden Krallen auch schon zu schwer. Ich probiere es trotzdem nochmal. Zieh nichts an. Da auch nochmal rum. Ja. Ah, jetzt schau mal, was da oben ist. Da versteckt sich da tatsächlich mal ein Rubin und ne? Ich hab
die normalen Pfeile noch ausgerüstet, oder? Schade, geht nicht. Tyrannei der Lichtgeburt. Ich bin zu schwer belastet. Habe ich denn was aufgenommen? Moment, von den neuen Sachen, die ich bekommen habe, da war doch was dabei. Das ist sowieso besser als das, was ich gerade anhabe, oder? Hersteller 5, Schütze 8. Ja, da ist kein Schütze dabei. Auf einen Rüstungswert von 13 gegen 8. Tja, wenn ich jetzt auseinandernehmen kann, wäre das natürlich genial. Feuerschild, Lebensenergie, Magie, Konstitution, Intelligenz. Ich war überzeugt, ich hätte was bekommen. Genau, Band der Erleichterung. Und schon kann ich wieder ein bisschen was tragen. Da, wo du da stehst. Nee. Ich vermute mal, ich habe hier keine Galerie. Von hier aus kann ich die gar nicht sehen. Da. Das noch was, oder? Ja. Alles andere als einfach. Na.
Europas, der Konstitution, meine Pfeile. Die Flasche. Hab ich noch was übersehen? Ja, diese Flasche. Ha! Exzellent! Ich hätte dich ausgeschlossen, oder? Ja. Auf den anderen sollen wir nichts, das hätte ich mir gemerkt. Da unten waren wir. Warte mal. Ach, da geht's nur runter, nicht rauf. Hier wieder raus. Nein. Da muss doch die Pfeile eben sein. Zwei Fackeln, wie nett. Haben sogar noch Platz. So. Ich bin eigentlich überzeugt, dass ich jetzt dann alles habe. Ging es weiter? Nein. Das habe ich schon angeschaut. Hilft aber nichts, wenn ich hier wieder rauskomme, muss ich trotzdem wieder rein. Ja. Hier war nichts mehr, hier war nur noch die Kammer. Jetzt muss ich die draußen noch erledigen. Die mich angegriffen hatten. Und dann ist, glaube ich, mein Tageswerk soweit vollbracht. Das Spektral finde ich jetzt wirklich volle Farbe. Ah, guckst du, hier bin ich schon auf Stufe 20. Also in einem Gebiet für Stufe 20.
bin ich denn da gelandet eigentlich? Ich dachte, ich gehe nur um die Brücke rum. Ja, gut. Jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Schrein von Erodan, also. Das ist tatsächlich nicht. Die sind auch nicht schlecht im Schleichen. Also ich finde die nach Halina. Gib mir mal die stärkeren Pfeile. Und da war ja noch eine Frau. Ist sie, Bandit? Auch nicht gerade schlecht ausgestattet, nachher schwer zu finden. Da ist das Lagerfeuer, wo ich die gefunden hatte. Weiß nicht, was ihn getroffen hat. Sind das Hände? Nur ein ziemlich großer Ratte. Ja. Gut, jetzt aber weiter hier. Straße. Auf zur Revolution, folgte Max.
Huch. Könntest du mal sterben? Danke. Windwurz, Windwurzpflanze. Mhm. Wen hast du da umgebracht? Max! Das ist der Max! Wegen einem Pinsel! Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Kommt mir gerade so unbekannt vor. Nee, bin ich nicht. Ich darf keine. Darf keine mit Sachen mehr sammeln. Was? Ah, ich verstehe, das ist die andere Seite des Tores. Dürften wir ja gleich in ein Dorf kommen. Genau. Und hier werde ich jetzt erstmal Pause machen, für heute die Folge Aufnahme abschließen und euch einen schönen, wunderschönen Tag wünschen und in der nächsten Folge oder zwischen den Folgen werde ich wieder alles aufräumen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald, bis morgen.